Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zurück, ja, zu The Forest. Und was wollen wir heute machen, Mathilde? Oh, mir ist kalt. Ich hatte ja vorhin den Auftrag gegeben, nach sich zu überlegen, was wir machen wollen. Ich höre mich auch wieder doppelt bei dir. Was ist denn los hier heute mit dem Ton? Ui, wir haben noch ganz viel auf unserer Karte zu erkunden. Ja, aber ich will nicht nachts rumlaufen. Also nachts Nee, ist darauf habe ich nachts auch keine Lust. nachts Oh, ist da ist bescheiden. wieder ein Lampenmensch. Ja, der kommt gleich angeschissen. Miki ist ja der Meinung, dass wir etwas zu gemein zu unseren Besuchern. Wir sind doch ganz nett zu den Leuten. Bin doch nicht gemein. Ja, die wollen vielleicht nur zum Barbecue vorbeikommen. Sie sind das Barbecue. Ja. Oh. Upsi schwupsi. Habe ich diese Falle gerade selbst ausgelöst? Upsi Hat so schwupsi. gewirkt. Das war ich nicht. Verdammt. Oh, sag mal an, was wollen wir machen? Hä? Bauen bis Tag anbricht und dann gehen wir los und gucken uns die Gegend Ich an. würde sagen, wir kümmern uns erstmal um unsere Besucher. Oh, guck mal! Er ist nicht alleine, warte mal. Will ja nichts sagen. Ich habe ja nichts gegen Besucher, aber die hauen uns ja immer gleich. Ups. Wo ist mein Stab? Wo ist mein Stab? Oha. Aua. Es kommen mehrere. Ich habe meinen Stab wieder verloren. Warum höre ich mich immer doppelt? Ist das mein Headset? Ich weiß es nicht. Ich habe mich ja eigentlich etwas. Alter, Tussi. Kommst du her? Ach, du bist ja keine Tussi. In mein Beet. Nee, nee, Ja, nee. der hat sogar einen Pfeil im Arsch. Nee, doch im Rücken. Lässt du das trockene Stell in Ruhe? Du bist anatomisch genauso beeinträchtigt wie Ken, da wäre ich auch angepisst. So, gib mir meine Pfeile, du Arschloch. Achtung. So, ich nehme die Leiche und hau sie mal ins Feuer. Ja, ich nehme mal hier den Kumpel hier ab. Da hinten muss irgendwo mein. F Hey. Oh, nee. Ich will Ich das. hab den bestimmt hier irgendwo ganz weit hinten am Arsch der Welt geworfen. Verdammte Axt. Hier liegt er. Hier ist ein Stock. Scheiße. Na, wenn's hell ist, finden wir den schon wieder kein Banner. Mist, überall nur Stöcker hier. Oder geht der kap ist er kaputt gegangen? Weiß es nicht. Achtung, ich stelle die Falle wieder auf. Ja, mach mal. Weil es sah so aus, als ob ich den eigentlich quasi gegen den Rand geworfen habe hier von der Keule hier. Ja, ich würde sagen, wir schnappen uns unsere Wiegelchen und gehen einmal Bäumchen hacken. Nee, ich baue mir erst nur einen Speer. Okay, dann Dann gehe lasse ich. ich den Speer Speer sein und gut ist. Das Wiegelchen ist ja noch da hinten. Oh, ich habe Durst. Sollte ich noch mal was trinken? Ah, hier ist ja auch noch ein Fuzzi, der liegt in meinem Gemüsebeet. Ah, oh, was waren die Kombi für diesen Scheißstab? Seil? Nimm doch einfach erstmal einen Stock. Ich glaube, du musst erstmal einen normalen Ja, bauen. und dann. Wie konnte ich denn das nochmal einsehen, die Liste?
Einfach nur die Maus auf den, genau. Ach ja, okay. Ich höre mich doppelt irgendwie, oder? Also, ich höre mich nur einfach. Hast du vielleicht noch dein Walkie-Talkie an? Ah, Walkie-Talkie, das kann es sein. Das kann es sein, oder? Weil ich die Box noch anhatte. Jetzt ernsthaft? Das ist doch Ja, ich eigentlich hätte. so ein Mathilde-Move. Nee, ich höre mich schon wieder. Oder höre ich mich doch über dich? Dann müssen wir hier noch ein Trennband einbauen. Spuckschutz. Kann mir sagen, dass der Topf schon fertig ist. Scheint. Es wird schon wieder hell. Ja. Könnten wir ja doch schon erkunden. Ja, jetzt habe ich ja schon wieder Hunger und Durst. Das gibt's doch nicht. Der ist nur hungrig und nur. Wir müssen eh unterwegs dann nochmal jagen. Ja, auf jeden Fall. Wir brauchen auch noch auf jeden Fall Rehfelle und so. Ja, was zu trinken. Ah, auf der Karte ist natürlich nur das angezeichnet, was wir gesehen haben, seit wir die Karte bekommen haben. Ja. So, haben wir noch ein Fertigessen? Oh. Das ist auch schon das letzte. Ach ne, im Haus haben wir ja auch noch was gehabt, ne? Egal. Von mir aus können wir los, ich folge dir einfach mal. Hier wollen wir da lang. Vorsicht, Falle, nicht reinrennen. Ja. Gucken. Ist ja überall was zu essen. Sind halt viele Pilze und Beeren und so. Ich esse nur die Blaubeeren. Pilze lasse ich lieber in Ruhe. Ja, die sind mir auch etwas suspekt. Nur weil es kann. So. Ach ja, hier war ja, glaube ich, dieser eine Ausgang, ne? Korrekt. Haben wir den schon auf der Karte? Jetzt haben wir ihn, stimmt. Ja, jetzt haben wir ihn. Ja, das ist das, was ich meinte letztes Mal mit den Fledermäusen. Wenn man so nah rangeht, kommt da so eine Animation. Hat mich auch tatsächlich gerade ein bisschen erschreckt. Dafür ist es auch da. Ah, dieser Ohrwurm. Echse, Echse, Echse. Ah. Q. Mecker, mecker. Ich kann meckern, wie ich will, wenn ich die scheiß Echse nicht erwische. Meinte eigentlich nicht dich, sondern Hab sie. waren die hier gerade rumgemeckert haben. So. Wir brauchen ja auch noch Steine für die Ja. Heinrichmauer. Ja, hier liegen gerade so viele. Das Die liegen überall. Kannst du eh nur 5 mitnehmen. war das ein Typ oder war das ein... Das nächste. Und Typ ist auch rechts von mir. Diesmal habe ich ihn getroffen. Gastanks. Nee, Kerosin. Whatever. Ja, kannst du mitnehmen. Ich hab die nicht ablegen können bisher. Ach, ich kann sie auch nicht mehr tragen. Ich kann auch keine Sodas mehr tragen. Dann musst du mal unterwegs eine trinken. Das werde ich dann wohl auch tun. Ich bin oben. Hier hängt ein Bein. Oh, hier lag Medizin. Nett.
Was, mein Handy? Nein, das war. Handys während der Aufnahme sind nicht geduldet. Ich gehe ja doch auch gar nicht dran. Chill mal. Chill mal dein Leben, ey. Ah, Blaubeeren. Oh, Echse. Oh, ich kann keine Echsen heute mehr tragen. Noch eine. Bleib hier. Bleib hier, du Echse. Geh doch weg. Ein Teichlein. Beziehungsweise ein Flüsschen. Schieß. Ach, hier ist dieses. Genau, das große Loch. Manchmal sind hier auch ein paar Fischis drin gewesen, aber. Ja, ja. Mal gucken, weil wenn man so was ist, ob ein Fischi da ist. Ich hätte gerne ein Reh. Brauchen wir noch für unseren Dingsbums. So. Du weißt schon. Ja. Du 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 du. Oh. Aber bisher läuft die Jagd bei mir ganz gut, also ich kann mich da nicht beschweren. Aber ein Reh hatte ich noch nicht gesehen, nur Eidechsen bisher. Und die Kaninchen sind mir zu schnell. Ja, das war ein bisschen ärgerlich, dass wir bei unserem ersten Anlauf nicht gespeichert hatten, weil da hatten wir so viele Rehe immer bei uns. Hm. Hallo? Ach, scheiße. Komm da raus. Ich will dich essen. Komisch, dass dann das Viech den Kopf einzieht. Oh, was kommt noch so ein Fuck-Kannibale? Ach, hier ist wieder ein kleiner Teich. Da sind bestimmt Fischis drin. Oh ja, ich sehe Fischis. Ups. Verdammte Axt! Ich werf die Scheißdinger daneben. Ich hab Sonnenblut gesammelt. Ui, ein Koi. Oh, ich kann nicht mehr Fische tragen. Achso, du hast Fisch. Warte mal. Oh, oh, oh. Scheiß Schildkröte. Brauchst du Unterstützung? Ach. Ich hätte einfach die Axt nehmen sollen. Ich weiß es, aber ich habe es nicht gemacht. Warte, ich komme zu dir. Na, hier sind ja Kisten, stimmt. Sie bringt es auch mit dem Speer auf. Ah, es sind Leuchtfackeln. Brauchst du noch welche? Oh, ich... Ups. Oh, Pfeile. Medizin. Oh, ich kann nicht mehr Medizin tragen. Dann komme ich mal zu dir. Medizin hole ich mir gerne ab. Ja, genau da sozusagen. Gerade in die Richtung. Wo lag denn hier Medizin? Ach so, in den Kisten. Kann ich auch keine Fackeln mehr tragen. Oh, Reh! Bäm. Und 4 Fleisch. Rehe sind sehr ergiebig. Ja. Hallo.
Genau, und da ist auch der kleine Teich mit den Fischis. Oh, ganz viele Kaninchen, wenn die so Ja. scheiße schnell wären. Hier liegt auch noch ein Fisch, den ich schon erlegt habe. Ja, gleich mitgenommen. Ja, Ich hier. glaube, man kann eh nur vier mitnehmen, ne? Ja, irgendwie sowas. Aber da ist voll der fette Koi. Hier ist auch einer, den ich erlegt habe. Ja, ich bin schon voll. Ah, okay. Katze. Hallo, Plüschkatze. Willst du auf meinen Schoß kommen? Ich habe ein bisschen Orientierung gerade verloren. Egal. Laufen ja eh so ein bisschen JWD-mäßig durch die Gegend und erforschen hier mal. Gucken, ob es noch irgendwo andere Höhlen gibt. Boink. Gibt's auf jeden Fall. Garantiert. Wir können ja nicht immer nur bauen zeigen. Ach, Plüschkatze, komm Also her. weiter nach Norden würde ich aber nicht mehr gehen. Weil es dann kalt wird oder warum? Richtig. Dann folgen wir dem Flusslauf. Dann brauchst du Felle. Dann folgen wir dem Flusslauf. Ah, komm her und plüsch dich hin. Oh, ein festgebacktes Kaninchen. Toll, kaum komme ich näher, ist das Kaninchen nicht mehr festgebackt. Plüsch. Oh, ich habe einen Screenshot gemacht. Oder die Katze, besser gesagt, hat einen Screenshot gemacht. Oh, jetzt stellst du den Ton aus. Ach, die Schmaus. Wenn jetzt Kannibalen kommen und du bist beschäftigt mit der Katze. Ja, ich habe jetzt auch gerade einen wunderschönen Kopf direkt in der Mitte meines Bildschirms. Also eher suboptimal. Nein, hier, komm mal zurück. Ich habe hier Echsenfleisch, ich kann es nicht mehr nehmen. Komme. Meine kleine süße Musch, du sitzt genau mit deiner Pfote auf der Lautstärke-Tastatur. Das heißt, sie macht jetzt immer lauter oder leiser? Sie hat ganz laut gemacht und sie macht ganz viele Screenshots oder so. Bist du da? Ich bin jetzt in die Richtung gelaufen, wo du hin wolltest, dachte ich. Ja, ich kenne mich ja auf der Insel gar nicht aus. Du hast das ja wenigstens schon mal gespielt. Ach, da ist schon Ende der Insel. Ja, genau. Ende Gelände ist hier. Hier wäre ja auch ein netter Bauplatz gewesen. Ja, aber hier ist ja kein Holz, sondern ein Nee, bisschen nee. und. Ah, da oben. Ach, da will ich. Doink, 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 doink. Rechts oder was? Ja. Sieht nett aus da oben. Na, was hast du gejagt? Echse? Echse. Ja. Oh, ich kann keine Echsen mehr tragen. Nee, ich auch nicht. Ja, auf jeden Fall, wir haben ein Rehfell gesammelt, wir haben ganz viel Fleisch gesammelt. Und schon mal ganz Mist. guter Schnitt. Scheiß Vieh. Eine Echse kann keiner mehr nehmen. Hast du Glück, Echse? Auch eine Datei. Ich glaube, hier hatten wir. Wir haben ja schon mal angefangen, aber das haben wir ja nach ein, zwei Folgen abgebrochen, weil wir dann damals Conan gespielt haben. Das war nämlich genau hier auf der Ebene, wo wir damals die Basis Ah, gebaut haben. stimmt. Aber hier ist echt nicht so viel. Außer Echsen. Ja, also wenn wir uns nach Süden schlagen, dann haben wir sozusagen den östlichen Teil der Insel ein bisschen erkundet. Hinter dir war gerade ein Reh. What? Oh, da ist ein Waschbär. Ja, jag du das Waschbär, ich kümmere mich um Reh.
Bleib stehen, du hast mal einen Pfeil, Oh, ich du. kann kein Fleisch mehr tragen. Wo ist mein Pfeil? Wo ist mein Pfeil? Wo ist das Reh? Wo ist das Reh? Ja, das sehe ich noch. Mist. Nein! Ist. Es ist im Berg reingeglitscht. Auch so ein dummes Reh. Jetzt habe ich meinen Pfeil verloren. Es ist leider auch nicht wieder rausgeglitscht. Dummes Reh. Es fällt jetzt bestimmt hier in diesen Level hinunter. Wie ich immer bei Grounded. Ich höre es noch. Komm raus. Sehe ich da drunter. Einen Pfeil konnte ich einsammeln. Na, immerhin. Noch einen. Wisch dich da noch. Sehe dich immer aufblitzen. Es lebt noch. Ja, jetzt komme ich bloß am Fleisch nicht ran. Schade, auch nicht ans Fell. Das Nee, Fell gar wäre nicht. Es liegt ja, wichtiger. wenn es ja stirbt, dann liegt, fällt es ja auf dem Boden oder so, Ah, ne? Es liegt schade. ja tiefer. Ich habe immer nur den Kopf gesehen beim Hüpfen oder sich bewegen, so ein Scheiß, ey. Alter, muss ich immer so ein Schokoriegel essen. Dann mach das. Ach ja, komm, und dann nochmal ein Soda hinterher. Schon wieder günstig. Ja. Was, bei mir ist das doch fast voll. Tränke. Ich lauf ja auch immer hier. Hier ist das Reh gerade tatsächlich direkt vor die Nase gelaufen. Das ist ganz praktisch. Jo. Würde dich ja gerne noch zerlegen, aber ich kann leider keine. Katze, das ist mein Mikro. Ich glaube, die Katze möchte, dass wir auf die Couch gehen. So, ne? Aber heute wird mal gespielt. Genau, Katze. Oh, hier ist noch ein Reh. Katze, ich sehe nix. Guru, Guru. Keine Ahnung, wollte einen Lockruf machen. Kuru. Guru, Guru. Ist das nicht der Reh-Lockruf? Ich habe keine Ahnung, ich bin kein Jäger. Aber wenn Ich du auch Truthähne nicht. jagen willst, dann musst du Gubbel, Gubbel, Gubbel sagen. Oder Guru, Guru, Guru. Google, Google, Google. Gubbel. Ach, Google. Ja, stimmt. Kannst es auch versuchen mit. Die sind lustig. Die Truthähne waren übrigens tatsächlich im Gespräch damals, das Wappentier von Amerika zu werden, statt des Adlers. Ja, weil Truthähne sind tatsächlich, also sind da erstmal sehr weit verbreitet. Und Truthähne sind vor allem aggressiv. Die hätten wenigstens die blöden Engländer noch, also aus Sicht der damaligen Amerikaner, die hätten wenigstens noch die Engländer weggehauen, während die, Dings, wie heißen sie gleich, Ja. die Dingens halt, ne? Moment, sie werden Die weggeflogen. Adler, genau, die hätten gesagt, mir doch egal, aber so ein Truthahn, der haut wenigstens dann nochmal zu. Du rennst einfach weiter, weiter, Ja, oder? ich bin gerade so Richtung Hause offen.
Weil hier ist noch so ein Gebäude von den Ja, ich Kannibalenleuten. glaube. Oh, Re. Dann jagt das Reh lieber. Oh, hier ist auch ein Bild von Timmy. Und ich kann mich rot färben. Timmy. Timmy. Ich glaube, das ist das Dorf, wo die Tennisfans wohnen. Oh, noch ein Reh. Ach, Chips kann ich auch nicht mehr tragen. Komm her, liebes Reh. Ist aber ein großes Dorf. Wir waren hier schon, mein Spatz. Mein Reh. Wo ist mein Kind? Wo ist mein Reh? Jetzt komme ich nur noch einmal. Ja, ich gehe noch mal kurz ins Dorf rein und gucke mal, ob es hier noch irgendwelche Kisten gibt. Weil irgendwo im Spiel gibt es halt Dynamit. Ja, das kann man selber herstellen. Ach, das ging auch. Elektroteil. Ach, Trinkdosen. Bleib doch mal stehen, dummes Reh. Wo es wird dunkel, da gehe ich lieber nach Hause. Stimmt, hier waren die Tennisspieler. Und hier sind wieder scheiß Chips. Der Leiterplatinen. Naja. Du bist blutüberströmt. Ich hab doch. Ach so, in dem Eimer war keine Farbe, da war Blut, ja? Katze. Also unterwegs haben wir ja gar nichts gefunden oder so, ne? Letztendlich, keine Ahnung, wie viele Pfeile mich jetzt dieses verkackte Reh gekostet hat, ey. Ja, Pfeile kannst du ja easy peasy herstellen, ist doch kein Problem. So, wo liegt jetzt mein Reh? Da. So, jetzt sind wir auch schon fast zu Hause. Ich bin nämlich schon an der also an der Baumfelllichtung. Du hast Hunger, finde was zu essen. Ja, ich bin auch gleich zu Hause. Hatten wir nicht hier drüben auch noch irgendwo zig Trockengestelle? Doch hier, okay. Du bist ja schon da. Hier du nicht? Ja, doch, jetzt auch. Jetzt ist das auch gleich voll, verdammt. Hier fehlt ein Wir Trockengestell. haben noch Trockengestelle, zwei Stück im Haus. Im Haus? Ja. Da hatte ich doch ein Bein Ach, aufgehängt. ja, ich hab's nicht gesehen. Oh, ist auch so viel. Ist ja auch voll. Wie, das ist auch voll. Ich werd mein Fleisch nicht los. Scheiße.
Aber wir können jetzt das hier fertig machen. Scheiße. Guck mal. Ja, ich brate mir einfach jetzt was. Aber kein Storch. Witzig. Ja, ich weiß. Und was planst du als nächstes zu bauen? Betten. Betten. Man kann leider nur kleine Betten bauen. Aber die stelle ich nebeneinander. Wo willst du die Betten bauen? In unserem Schlafzimmer. Das ist oben, ja? Okay. Was sollte dieser große Raum hier unten werden? Weiß noch nicht. Okay, dann mache ich jetzt hier Abstellraum. Ach, jetzt brauchen wir Hasenfelle. Gut, ich brauche ein paar Baumstämme, das heißt Holz hacken. Baumstämme brauchen wir ja sowieso noch, weil wir ja oben noch gar nicht fertig sind und ein Dach brauchen wir dann auch noch. So. Ich dachte mir, ich stelle hier schon mal ein bisschen was für die Einrichtung auf. Toll, ich wollte gerade los, es ist mir kalt. Erst beschwert er sich, ich soll mich mal waschen, dann wasche ich mich, dann ist mir kalt. Ah. Ich könnte jetzt ins Feuer gehen, dann wäre mir warm. Ey! Oh, ich bin ins Feuer gegangen, scheiße. Ach. Nur wegen dir, Kannibale. Bist du denn? Bist du gerade den Baum hochgeklettert, du Nuss? Ach, die war schon leicht lediert. Ein Schlag mit meinem Powerspeer und dann ist sie tot umgefallen. Ja, gut, dann Ja, werde ich den Baum mal fällen hier. dann komme ich auch mal zum Baumfällen dazu. Ich finde, es könnte mal wieder regnen. Ach ja, mein Wägelchen steht ja noch da hinten. Oh. Also ich weiß nicht, ob es mein Wägelchen ist, aber ich glaube, es ist mein Wägel. Ja, irgendwem wird das schon gehören. Aber ich bin mittlerweile wieder ziemlich ganz geheilt. Ja, meine Ausdauer ist das Problem. Und ich habe keine Rüstung, also nur noch zwei von meinen fünf Stück, die ich mal irgendwann hatte. Ah, meine Rüstung ist auch schon weg. Ach, Tussi, ich hab jetzt keinen Bock zu kloppen. Ich wollte hier in Ruhe Bäume hacken. Ja, bei mir kam auch eine. Ich weiß auch Ja, ich nicht, habe was sie jetzt zwei. wollte. So, jetzt habe ich schon mal drei erlegt. Oh, da ist noch eine. Oh. Warst du ausgenockt oder was, du Tussi? So, wo hatte ich jetzt meinen Baum gefällt? Hier. Ja, komm her. Einfach nur. Also, ich möchte ja eine friedliche Nachbarschaft haben, aber wir wollen nicht.
Ja, ne, es ist echt. Wie geht man mit solchen Nachbarn um? Wie geht man mit solchen Nachbarn um? Echt, ey. Na gut, ich habe eine Lösung gefunden. Man baut eine Falle. Da steckt da drin der Nachbar. Na, ist mir mein Rasen immer noch zu hoch? Und meine Hecke? Na, soll ich die immer noch mal schneiden? So, daher. Jetzt berate mein Nachbar. Wir lassen euch in Ruhe, wenn ihr uns in Ruhe lasst. Einfach eine. Aha. Scheiß Wasser. Ist ja eine einfache Geschichte eigentlich, ne? Ja, ich meine, die sind zu Besuch gekommen und haben gleich losgekloppt. Normalerweise ist es so, wenn man neue Nachbarn hat, was machen die? Bringen einem vielleicht Brot und Salz. Hätten die das gemacht? Hey, dann können sie gerne bei uns mit Barbecue feiern. Kein Problem. Schon der nächste Nachbar. Vielleicht können sie sich nur nicht richtig ausdrücken. Der Schrei klang gerade so, als ob er sich irgendwo die Nüsse geklemmt hätte. Ah, hier ist der, ah doch, hier ist auch ein Nachbar. Ach, ich mag diese Fallen. Und so böse wie es klingt, so sind die Nachbarn eigentlich auch gute Rohstoffe. Total, wir haben immer Gehen wir Knochen. mal. Ja, genau. Den Knochenzaun müssen wir auch noch fertig bauen da oben. Achtung, Mathilde kommt mit einer Ladung Holz, einer Ladung Holz, einer Ladung Holz. Mathilde kommt mit Holz vorbei. Du. Oh, ich mache mir erstmal was zu trinken. Ah, wenn ich zu Hause bin, muss ich erstmal wieder was essen. Aber hier sind so viele Steine und Stümpfe im Weg. Ja, ich werde jetzt hier in der Basis mal ein paar Stümpfe weghauen. Ja. Und noch ein paar Bäume. Die wissen jetzt eh, wo wir sind. Also tarnen tun sie uns nicht mehr. Und auch ist die Basis viel zu groß mittlerweile. Aua. Ich hab dir gerade deinen Namen, der ist so von oben runtergefallen. Heinrich, ich brauche Hilfe. Jetzt echt? Ja, Ja. jetzt echt. Hast du jetzt etwa nicht mehr volle Energie? Wie kommst du drauf? Da oben. Komm, ich streichel dich mal und puste mal ein bisschen. Dankeschön. Und ich bin noch nicht mal mit Vollspeed hier lang gedüst. Du willst doch nicht sagen, das Spiel ist schuld. Müssen den Weg einfach besser ausleuchten. Oh, schon wieder einer. Na, kommen wir rüber. Ist doch so dunkel hier. Na, komm her. Na komm. Ich sehe nichts. Ups, das ist falsch. Mäuschen, piep einmal. Ups, jetzt reicht's mir aber.
ist das Fleisch von noch. Sehe ich jetzt wieder schwarz-weiß. Mist, jetzt habe ich gar keine Rüstung mehr, weil ich im Dunkeln gekämpft habe, weil ich versucht habe, ihn im Dunkeln quasi zu erschießen. Hat natürlich semi geklappt, nämlich gar nicht. Scheißendreck hier. Scheißkannibalen. Ah, es wird aber schon wieder hell. Ja. Aber jetzt muss ich erstmal wieder was essen und ach. Ich würde sagen, wir machen hier einen Break und ja, machen nächstes Mal mit irgendwas weiter. Hast du schon eine Idee mit was? Eine Höhle? Aber was? Ja, müssen wir gucken, wo welche da. Was eine bessere Idee? So können wir machen. Ich weiß bloß nicht mehr, wo die Höhleneingänge waren. Das weiß ich leider auch nicht. Und ich habe nur Angst, dass wir genau die nehmen, wo wir schon mal waren. Naja, ihr werdet es sehen. Ihr seid live dabei. In Häkchen. Quasi. Ja. Also haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.